So, wir sind wieder zurück. Die letzte Aufnahme hatte ich dann ein bisschen verplant. Ja, mach das mal. Ich weiß nicht, ob das geht. Das Kind hat ja wahrscheinlich gerade echt andere Sachen im Kopf. Wie wär's denn mal, wenn du schläfst hier? Alter, die sind so unorganisiert. So, und dann gehen wir da hin und zeig dir mal, wie das läuft hier, der Hase. Wieder James. So, da gehst du nämlich drauf und dann kannst du nämlich da pinkeln, mein Freund. Das scheint zu funktionieren, das ist sehr gut. Oder auch nicht. Leer. So. Noch ein Baby kommen will, der kann ja gerade mal noch für das eine sorgen hier. Uiuiui. Gar nicht so einfach. So. Ah, da kann man schlafen dann. So, und er hat schon wieder Hunger. Da ist eigentlich schon wieder Zeit für Frühstück. Machen wir mal gefüllte Waffeln heute. So, und die sehen eigentlich auch soweit ganz gut aus erstmal. Können sie nämlich dann gleich erstmal mitessen. Und ihn, den sollten wir dann mal, ich weiß gar nicht, können wir den auch irgendwie baden oder so? Das geht jetzt gar nicht mehr, im Waschbecken brauchen wir da tatsächlich. Oder wie ist denn das? Brauchen wir tatsächlich eine Badewanne, sag mal? Ich meine, die Dusche können wir ja verscherbeln. Dann kaufen wir eine Badewanne, weil das Kind müssen wir auch mal irgendwie baden. Das ist cool hier. Herbert baden, das geht tatsächlich. Weil der macht nämlich gerade schon wieder mal richtig Krawall hier. So. Da geh mal dein Kind baden, meine Gute, hätte ich gleich gesagt, was weiß ich. Das ist auch schön. Da ist es schon mal sehr schön. Weil das Kind ist nämlich heftig am Müffeln. Ist der jetzt schon ans Töpfchen gewöhnt, sag mal? Weiß nicht. Hunger hat er nämlich auch schon wieder, weil sie jetzt bloß nicht Flasche holen. Was macht er hier? Zeitung lesen, abspülen, recyceln. Kann er aufs Klo gehen, dann kann er es direkt auch sauber machen. Wenn die dann mal irgendwann hier hoffentlich fertig ist mit Baden. Ich denke schon. Und dann kannst du nämlich den Kleinen erstmal wieder hier ins Bett legen. So, soweit, so gut. Das klappt ja erstmal alles wieder. Guck mal, der steht schon. Donnerwetter. Wenn diese Schatten mich da gerade noch ein bisschen irritieren hier. Ach, guck mal, trinkt er auch schon alleine. Das ist ja mal eine gute Sache hier. So, kannst du nämlich gleich noch die ganzen anderen Sachen machen. Ja, er krallt sich das Kind dann erstmal direkt weg. Klar. So, wenn die jetzt keinen Spaß mehr hat hier im Leben, würde ich mal sagen, du mal eine Runde zocken, ja, Mädel. Das Klo gehen solltest du auch mal säubern, baden.
So, hier kam jetzt wahrscheinlich schon wieder Post. Ach, er säubert jetzt, das ist auch okay, na gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh Gott, diese Organisation hier schon wieder. Ich muss überlegen. Ja, geh erstmal Post holen, komm. Erstmal gucken, was wir für eine fette Rechnung jetzt kriegen. Kind ist teuer. $38, das geht. Schon wieder Disco. So, da kann er jetzt ein bisschen weiter zocken hier. Und dann ist nämlich schon wieder Zeit für Mittagessen. Eigentlich schon wieder fast das Abendbrot, aber ist ja egal. Die ist erstmal baden. Weiß gar nicht, muss die heute eigentlich auch arbeiten? Muss sie, dann wäre es vielleicht nicht die schlechteste Idee. Wenn sie vorher nochmal schläft, sag mal, Tapsi. Was hältst du von der Idee, nicht die Wände zu beschädigen? Danke. sie hat einen Kratzbaum, die hat ein Kratzbrett. Nee, aber die Wand ist, viel, die ist natürlich viel interessanter, das ist klar. Würde mir wahrscheinlich das Katze nicht anders gehen. Gott. So, hier, Madame, schlaf noch mal ein bisschen. Die ist nämlich dann gleich zur Arbeit geholt. Die hält nicht viel von Schlafen gerade. Möchte ich mal denken. Du solltest schlafen, wirklich, ohne Scheiß. Du musst dann gleich arbeiten. Schlafen. Die hält da nicht viel davon gerade. Oh, Mädel. So, komm, dann mach hier halt noch ein Nickerchen jetzt schnell. Bevor du zur Arbeit musst. Geht nämlich schon los wieder. So, du kannst dir dann alle dir erstmal beide Teller genehmigen von mir aus. Dann kannst du baden. Dann kannst du aufs Klo gehen und dann solltest du vielleicht auch mal schlafen wieder. Die Frau ist jetzt erstmal bei der Arbeit. Die Kleine macht auch schon wieder Terror. Hygiene, ist das schon wieder so schlimm mit dem, ey? Oh, Alter. Ja, ciao. Ja, Windeln wechseln. Oh Gott, hier ist schon wieder was los. Beim Kinostart von Dietmar Dramas in einem Streifen, die Farbe der Simoleons, entdeckt Titania, dass die Filmrolle beschädigt ist. Bis auf ein paar Szenen läuft der Film jedoch einwandfrei. Soll Titania das Band reparieren oder die Chance ergreifen, um ihren eigenen Film einzulegen? Oh Gott, ne, dann... Boah, scheiße. Ich würde mal sagen, austauschen. Der Filmkritiker strömen ins Kino, um einen Dietmar-Drama-Film zu sehen und haufenweise gute Kritiken zu schreiben, unabhängig davon, was sie selbst von dem Film halten. Doch sie sind leider trotzdem in der Lage, ein Schulprojekt von einem Meisterwerk zu unterscheiden. Schon nach 10 Minuten ist das Kino leer und Dietmar-Drama ist kurz davor, Titania den Kopf aufzureißen. Titania verliert einen Kritiker, scheiße, und ihren Job. Was? Oh nein! Ich hätte das vielleicht doch nicht machen sollen, da war ich ein bisschen optimistisch. Scheiße. Ja, Weltklasse. Saubere Sache. Naja gut, dann hat sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit für ihr Kind. Auch wenn das mit dem Job jetzt natürlich nicht so schön ist. Oh Mann, ey. Apropos Kind hier, wie ist denn das? Solltest mal die Windeln wegwerfen. Und dann das Kind eventuell mal hier reinlegen. Wie sieht denn das überhaupt aus? Hygiene, Energie ist okay. Er schläft erstmal. Er kann sich später halt immer noch einen neuen Job suchen. Oh, ist das schon wieder scheiße. Hier klingelt das Telefon mitten in der Nacht. Ihr habt doch alle nichts Besseres im Lumpen, ey. Ganz ehrlich. Lasst das Kind jetzt in Ruhe kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, um was kümmern wir uns jetzt erstmal? Ich meine, die ist ja auch nicht gerade mehr die fitteste hier. Oh, dieses verfickte Telefon, ey.
Nein. So, und jetzt geht ihr bitte wieder beide schlafen. Muss ich euch denn immer alles 10-mal sagen? So, damit hier erstmal wieder ein bisschen Seelenfrieden reinkommt in die ganze Geschichte. So, und dann könnten wir uns eventuell schon mal wieder um die anderen Sachen kümmern. Die muss nämlich aufs Klo. Die muss nämlich baden. Er muss dann auch mal baden. Und er sollte dann auch gleich mal das hier wegwerfen. Das hier alles abspülen. Und Frühstück servieren können wir erst ab 2 Uhr. Pfannkuchen. So, okay, die sitzt auf dem Klo, der sitzt in der Wanne. Die sollte dann vielleicht noch ein bisschen schlafen. Ja, baden ist jetzt nicht, Mädel. Schlaf du lieber mal noch ein bisschen. Und dann kannst du nämlich mal ein bisschen hier telefonieren. Und dann kannst du nämlich ein bisschen... Oder chatten. Tu mal gleich mal bloß chatten. Und dann kannst du ein bisschen zocken, dass wir die beiden Anzeigen nämlich auch mal wieder hochkriegen hier. Das bringt ja sonst gar nichts. Mitten in der Nacht. Gott. Dann sollte sie mal baden. Und er sollte vielleicht dann mal das Kind hier Windeln wechseln. Sollte nicht die schlechteste Idee sein. Und Hunger hat er nämlich auch schon wieder, der kleine Kobold. Deswegen Flasche holen. So. Windeln wechseln hast du nicht gemacht, ne? So. Da geht es dem Kind nämlich auch schon wieder besser. Das sollte nämlich nicht gerade am kürzesten treten. Und dann kann er nämlich den Kleinen noch baden. Bevor dann sie dann nämlich auf die Idee kommt, hier in die Wanne zu hüpfen. So. Mann, ey, das ist so schlimm, dass die halt dann einfach mit der Freundesanzeige so weit unten sind hier. So, okay. Kannst dann auch mal wieder aufhören. Okay, so, langsam kommt hier erstmal wieder Organisation rein, auch wenn das alles noch nicht danach aussieht. Meine Katze rastet auch gerade aus. Das ganze Spiel, das projiziert sich hier auf die ganzen Eigenschaften sämtlicher Mitbewohner. Sowohl im Spiel als auch hier draußen. In dem Fall ist es die Katze. So, da hat er denn die Zeitung halt an der Mache. Ich meine, gut, die sollte vielleicht auch mal wieder arbeiten gehen. So. Ja. Oh, jetzt kann ich ein Nickerchen machen. Was, die Badewanne dreckig, Alter. Was habt ihr denn gemacht hier? Boah, habt ihr das Kind in Scheiße gebadet? Was ist denn hier? Ach so, ja, okay. Wem rufst du denn halt mal an hier? Boah, Scheiße, was ist denn das hier alles? Ja, halt so einen alten Familienfreund hier. Komm. Sollen die mal herkommen wieder? Ach, jetzt ist das Karnickel da. So, jetzt kannst du erstmal hier deinen eigentlichen Kumpel begrüßen, bevor du dich hier mit unten zum... Naja, echt mal Schmusehäschen so ziehst, das kenne ich auch noch. Was machen die denn hier für ein Begrüßungsritual, darf ich das mal fragen? Unterhalten, Witz erzählen, wertschätzen, bewundern, spielen, rangeln, reden, tratschen, was küssen, Alter, ernsthaft jetzt mal? Alter, was ist denn hier los?
Lass die erstmal wieder hier Freunde ein bisschen kriegt, nämlich. So. Er schläft in der Zwischenzeit. Kein Problem. So, da kann sich nämlich das Kamittel dann mal wieder verpissen. Den kannst du dann mal wieder verabschieden hier. Und dann solltest du eventuell mal schlafen gehen, Fräulein. Nicht die schlechteste Idee. Wie sieht's beim Kind aus? Alles soweit gut, außer dass er aufs Töpfchen muss. Ich weiß bloß nicht, wie wir das genau arrangieren. So, ihr seht schon, ich bin eigentlich mit drei Leuten überfordert. Mit einer Person war das gerade noch alles so möglich. So, der Kai, der geht erstmal wieder. Die hat wenigstens erstmal wieder ihre Freunde ein bisschen gelevelt hier. So, und dann könnt ihr nämlich hier noch ein bisschen was für das Kind tun. Ah. Es braucht ein bisschen Liebe, sonst wird es irgendwann mal so ein übelstes Scheißkind am Ende werden. Das bringt ja auch nichts. Oh Gott, ja. Geh halt ans Telefon. Eieiei. So, gut. Schluss geredet hier. Er kümmert sich ja hervorragend um das Kind. Das ist sehr gut. Ja. Oh, so, bringe mal ich das Sprechen bei. Das ist das Wichtigste. So, und sie kann dann erstmal essen. Dann noch ein bisschen. Was ist denn hier? Was hat der schon wieder für ein Problem? Müdigkeit. Ja, dann legt das Kind hin, geh selber pennen, dann ist alles gut. Muss ja überhaupt wieder arbeiten morgen. Oh Mann, das ist alles echt nicht so einfach in dem Spiel hier. Aber Wünsche erfüllen. Was hat er denn noch für Wünsche? Gut aufwachsen, sprechen lernen, laufen lernen, lernen aufs Töpfchen zu gehen. Ja, okay. Ja. Okay. Du gehst erstmal pennen. Sie spielt ein bisschen Dart, dann kann sie sich mit dazulegen hier. So, und dann bricht erstmal wieder die Nacht herein für beide. Er, wenn er aufwacht, sollte eventuell dann erstmal baden und benutzen. Das hier auf jeden Fall mal abspülen, das hier mal abspülen und dann kann er, ach, da geht's direkt schon los, obwohl er noch gar nicht ausgeschlafen ist, läuft bei dir. Boah, die sind so unorganisiert, ey. Wie wär's denn erstmal mit einer Sache machen, bevor die nächste macht? Leg doch das Kind jetzt wieder hin. Das ist energiemäßig vielleicht auch nicht gerade so gut. Ja, dann die Windeln wechseln. Er hat schon wieder Hunger, ist böse. Boah, Abendessen servieren um die Uhrzeit, ey.